Willkommen bei Wordconomy. Das heutige Video dreht sich um die korrekte Erstellung eines Businessplans. Die korrekte Erstellung eines Businessplans ist für einen erfolgreichen Start eines jeden Unternehmens unabdingbar. Ein überzeugender Businessplan sollte die folgenden Punkte beinhalten. Die gewählte Reihenfolge bietet sich an, ist aber nicht zwingend. Jedoch solltet ihr sicher gehen, dass die folgenden Punkte in eurem Businessplan auf jeden Fall auftauchen. Legen wir gleich mal los. Zunächst einmal, der Businessplan dient zum einen der internen Analyse des zukünftigen Geschäftsmodells. Die Erstellung des Businessplans hilft euch automatisch dabei, einen wertvollen Überblick über das Geschäft zu erhalten und deckt gegebenenfalls Schwachstellen des Geschäftsmodells auf. Somit bietet es sich ebenfalls an, den Businessplan auch nach erfolgreichem Start des Geschäftes regelmäßig zu aktualisieren. Darüber hinaus dient der Businessplan natürlich auch der externen Präsentation des Geschäftsmodells, etwa zur Akquirierung von Kapitalgebern zur finanziellen Unterstützung des Geschäftes. Kommen wir nun zum Aufbau des Businessplans. Der Businessplan sollte zunächst eine kurze und prägnante Zusammenfassung des Geschäftsmodells sowie des Unternehmens beinhalten. Dies hilft zunächst einmal den Adressaten dabei, die wichtigsten Fakten, die sogenannten Key Facts, zu erhalten, welche in den weiteren Teilen des Businessplanes ausführlich dargelegt werden. Weiter geht's mit der Unternehmensbeschreibung. Hier sollte kurz und knackig alles über das Unternehmen genannt werden, welche Rechtsform das Unternehmen besitzt, welche Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, welche Kapazität das Unternehmen besitzt, beispielsweise wie viele Mitarbeiter beschäftigt werden und was die Mission des Unternehmens ist. Hierbei könnt ihr euch wunderbar an den Über uns-Sektionen der Online-Seiten größerer Unternehmen orientieren. Die einzelnen Punkte sollten hier aber nur kurz beschrieben werden, da diese im weiteren Teil des Businessplans noch einmal im Detail behandelt werden. Als nächstes folgt das Produkt oder die Dienstleistung. Hier sollten die bereits vorhandenen Produkte oder Dienstleistungen oder die Ideen bei neuen Produkten oder Dienstleistungen im Detail beschrieben werden. Adressiert hier am besten folgende Fragen. Wie funktioniert das Produkt? Für wen ist das Produkt geeignet? Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Produktes und welches Problem löst das Produkt? Wie wird das Produkt gefertigt, bepreist und vertrieben? Nun folgt die Marktanalyse. Hier solltet ihr auf die Marktsituation eingehen, indem ihr die Informationen in Bezug auf die Wettbewerber, die Marktstruktur sowie die adressierte Region zusammentragt. Darüber hinaus könnt ihr ebenfalls Prognosen zur Marktentwicklung durchführen, indem ihr auf Trends und Einflüsse, welche die Branche beeinflussen, eingeht. Ein geeignetes Instrument zur Markt- und Wettbewerbsanalyse ist übrigens die 5-Kräfte-Analyse nach Porter. Weiter geht's mit der Absatzstrategie. Bei der Absatzstrategie sollte der Blick auf eure Kalkulationen gelenkt werden. Wie hoch ist der Deckungsbeitrag des Produktes oder der Dienstleistung? Welcher Verkaufspreis wird angepeilt? Wann rechnet ihr mit dem Erreichen des Break-Even-Points? Und wie und wo soll das Produkt oder die Dienstleistung vertrieben werden? Wird der klassische stationäre Distributionskanal über den Einzelhandel gewählt oder bietet sich ein Online-Vertrieb an? Dieser Abschnitt ist sehr wichtig und erlaubt konkrete Einschätzungen in Bezug auf eure kaufmännischen Kenntnisse. Denn egal wie gut ein Produkt oder eine Dienstleistung auch ist, Erfolg kann erst mit einer angemessenen Betriebswirtschaft erzielt werden. Hieraus logisch aufbauend kommen wir nun zum Finanzierungsbedarf. Hier geht's nun endlich um das Geld. Dieser Abschnitt beinhaltet euren Finanzierungsbedarf, indem ihr die Höhe des benötigten Kapitals nennt und klar darlegt, wofür die finanziellen Mittel eingesetzt werden sollen. Darüber hinaus könnt ihr bereits schildern, wie ihr die Rückzahlung des Darlehens plant und wie ihr sicher geht, dass die Investoren ihr Kapital plus Zins erhalten. Dieser Teil dürfte für die Investoren natürlich vom großen Interesse sein, da es hier ums Eingemachte geht. Ein kleiner Tipp, fallt nicht gleich mit der Tür ins Haus und fordert nicht gleich die absolute Maximalsumme. Fangt mit einer kleineren Summe an. Bei erfolgreicher Tilgung ist eine Anschlussfinanzierung nämlich wesentlich leichter zu erhalten. Zu guter Letzt solltet ihr noch relevante Dokumente anhängen, wie etwa Jahresabschlüsse, falls vorhanden, bestimmte Zertifikate oder auch Patente, sofern benötigt. Solche Dokumente erhöhen nämlich eure Vertrauenswürdigkeit. Und ganz wichtig, auch nach Abgabe des Businessplans geht's noch weiter, sodass ihr auf mögliche Gegenfragen schnell und ehrlich antworten solltet, um die potenziellen Investoren in ihrer positiven Entscheidung zu bestärken. Die genannten Punkte müssen nicht zwingend in dieser Reihenfolge erfolgen, dennoch solltet ihr versuchen, diese aufzugreifen. Und abschließend, nehmt den Businessplan nicht auf die leichte Schulter, denn ein gut ausgearbeiteter Businessplan erhöht die Chancen des Erfolges enorm.
Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema des Businessplans zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.